Die Stimmung ist gut bei dieser Modenschau in der Nähe von Bordeaux. Dabei herrscht in diesen Räumen normalerweise weder Jubel noch Glamour. Der improvisierte Catwalk steht im Frauentrakt des Gefängnisses von Gradignan. 9 Frauen präsentieren hier Outfits, die das Zuchthaus von Designern geliehen bekommen hat. Den straffällig gewordenen Models soll die Modenschau den Weg zurück in die Freiheit erleichtern. Das ändert unsere Einstellung. Eine Zeit lang vergessen wir das Gefängnisleben. Wir sind wie ausgewechselt und ja, wir fühlen uns weiblicher. Wir müssen eben darauf achten, dass unser Selbstbild nicht so leidet. Das Projekt trägt den Titel Weiblichkeit hinter Mauern. Das ist schon wichtig, besonders für Frauen, die relativ schnell wieder entlassen werden. Es hilft ihnen, wieder Fuß in der Gesellschaft zu fassen und sie pflegen sich wieder mehr. Zum Beispiel tragen sie wieder mehr Cremes auf, waschen sich die Gesichter und Körper und ihr Haar. Die Frauen haben oft ein schwieriges Verhältnis zu ihren Körpern und sie kommen oft nicht mit ihrer Weiblichkeit und Sinnlichkeit klar. Das alles wird hier ja mit Gewalt unterdrückt. Es ist wichtig, so ein Körperbewusstsein wiederherzustellen. Zu dem Projekt gehören auch Workshops für Make-up, Frisuren und Farbberatung. Am Ende gibt es noch einmal tosenden Applaus für die Models. Und für ein paar Stunden haben alle Beteiligten vergessen, dass dies eine Haftanstalt ist.